MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV, und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2. Wow, 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 was war das? Alle Achtung, kurzen Moment. So, kleinen Frosch im Hals gehabt irgendwie, keine Ahnung warum. So, ich muss ganz kurz hier noch die Schaltung sortieren. So. Wir fahren immer noch den wunderschönen Mercedes. Eigentlich hatten wir auch einen Auftrag meines Wissens, aber den mussten wir ja ablehnen, weil es ein Update gab, so gesehen. Externe Aufträge gibt es jetzt auch, sehe ich gerade. Das ist cool. Also es hat sich wieder einiges getan im ETS und aktuell kommt nur ETS von Donnerstag bis Sonntag. So, das müsste jetzt jeder gehört haben, da ihr alle mindestens bestimmt 2 Minuten mal ins Video reinschaut. So, fahren wir doch mal los hier von Bergen. Boah, nach Frankreich ist schon eine lange Fahrt, ne? Nehmen wir mal was Kleines. Haben wir was Kleines da? Es ist ja nur Schiff fahren, ne? Lohnt sich ja gar nicht zu fahren. Ja, haben wir da was. Ist ja egal, erstmal so für den Anfang, um nochmal ein bisschen reinzukommen. So, wie war das? Licht war da, genau. Ja, ich könnte ja eigentlich rein theoretischerweise einfach hier ganz kurz durch unsere Halle durch. So. Und dann da hinten kurz raus, ne? Das funktioniert ja schon mal ohne Probleme hier. Hoppala. So. Einmal ganz kurz die Kupplung, die Bremse durchgetreten, damit die auch richtig reagiert. Ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Und ich hoffe, dass auch die Folgen mit meiner Frau zusammen euch sehr viel Spaß gemacht haben. Wir hatten auf jeden Fall unseren Spaß. Und laut Kommentaren, so was ich gesehen habe, hat es euch genauso viel Spaß gemacht. Von daher war es ganz lustig und es wird auch, glaube ich, nicht das letzte Mal sein, dass Janine sich ans Steuer gesetzt hat. Sie hat ja nun ein eigenes Profil und von daher können wir bestimmt einiges erwarten. Ich denke mal. So, mal kurz ausrollen lassen. Hier sind ja nur 50 erlaubt, dann fahren wir auch nur 50. Das Thema hatten wir ja schon mal. Dadurch sind viele Unfälle passiert, dadurch, naja, es ist halt einiges schief gelaufen dadurch, dass man einfach viel zu schnell gefahren ist. Und deshalb ist einfach viel zu viel passiert und dadurch haben wir sehr, sehr viel Geld verloren. Das sage ich aber auch immer wieder und es passiert immer wieder und es wird auch immer wieder vorkommen, dass ich zwischendurch mal auf die Tube drücke. Das ist normal. Das ist ganz normal. Und ich glaube, die ganzen Moralapostel, die hier schreiben, nicht so schnell, die haben im Leben bestimmt schon mal ein Ticket bezahlt. Wenn nicht, sind sie noch zu jung dafür. So, so viel zu dem Thema. Ja, was ich eben in den Nachrichten gesehen habe, hat mich leicht schockiert. Und ich war richtig baff. Auf der A4 war ein schwerer Unfall. Dort ist ein LKW in einen stehenden Pannen-LKW reingerast. Mit Gefahrentransport. Der ganze fing Anhänger, also das Fahrzeug fing Feuer. Und ein anderer Fernfahrerkollege hat ihn gerettet. Unfassbar, oder? Er hat ihn aus dem brennenden Wrack gezogen. Da muss man doch einfach mal sagen, wow, Respekt. Respekt. Großen Respekt an diesen Fahrer. Also alle Achtung. Ich glaube nicht, dass ich physisch in der Lage wäre, dies zu tun. Weil mein eigenes Leben mit Familie etc. ja auch doch einem wichtig ist. Aber anscheinend, entweder hat er keine oder er war sich seiner Sache sehr sicher, die er da durchgeführt hat. Und hat sich gedacht, ach, kein Problem, machen wir. Locker flockig, so gesehen. Also Respekt dafür. Großen Respekt dafür. Ja, ich habe gehört, jetzt die Kontrollen auf den Autobahnen werden ein bisschen runtergeschraubt. Also es ist jetzt aktuell mit dem Thema Flüchtlinge jetzt nicht so doll, aber es hatte ein Abonnent geschrieben, dass ich gerne mal dieses Thema aufgreifen soll. Was ich denn von den ganzen Situationen halte, Thema Anschläge, Thema
Flüchtlinge, Thema Kritik an Flüchtlingen und so weiter. Dazu kann ich nur eins sagen. Wir haben hier in der Nähe bei uns auch ein Flüchtlingslager gehabt. Was heißt ein Lager? Eine Turnhalle. Und von denen haben wir nichts gemerkt. Ich habe die zwischendurch mal gesehen. Alle, die ich gesehen habe, sahen relativ freundlich aus, haben einem nichts getan. Die Kiddies waren glücklich, dass sie hier sind auf jeden Fall. Und das öffnet einem dann schon das Herz und man sagt, gut, denen geht's gut hier. Die sind schon mal nicht in Gefahr, zerbombt zu werden. So. Dann das Thema, dass viele Flüchtlinge da anscheinend in Köln irgendeine Scheiße abgezogen haben. Wobei sie jetzt auch festgestellt haben, dass da einige Marokkaner bei waren. Zwei wurden ja verhaftet und für 7 Tage Jugendknast verurteilt. Moment, nicht jetzt feiern bitte, denn die haben sie ja schon abgesessen in der Wartezeit auf den Prozess. Da muss ich sagen, da stimmt irgendwas nicht. Die haben nämlich, das war jetzt nicht in Köln, sondern doch, ich glaube, das war auch in Köln oder irgendwo anders, ich weiß es nicht, mit dem Antanztrick, das ist jetzt deren neue Masche, Leuten die Kohle, das Portemonnaie, das Geld, das Handy, was auch immer, aus den Taschen geklaut. Smiley schreibt gerade, Smiley, glaube ich, heißt das mit SR. Nimmst du gerade auf? Ja, Smiley, ich nehme gerade auf. Ja, die haben den halt alles aus den Taschen gemopst, das ist Diebstahl. Und wird mit 7 Tagen Jugendknast bestraft. Finde ich jetzt nicht ganz korrekt. Da ist irgendwie die Justiz fehlgeschlagen. Meiner Meinung nach abschieben. Ganz einfach. Und die Leute, die hier in Deutschland sind, fest, so zum Beispiel ein Deutscher und der macht dieselbe Scheiße, nicht abschieben, ab in den Knast. Bam, einsperren. Lernen lassen, nicht 7 Tage. Von mir aus 4 Jahre. Ist doch egal. Wegen Steuerhinterziehung sitzt hier Uli Hoeneß ein paar Jährchen, hat die Kohle immer noch, muss zwar Steuern wahrscheinlich nachzahlen oder was auch immer, aber hat die Kohle immer noch. Ist doch auch keine Strafe. Aber wenn du eine CD kopierst oder so, kriegst direkt 7 Jahre, bam. Boah, nee, das geht nicht. Du hast Raubkopien erstellt, bam. 7 Jahre. Oder lebenslänglich vielleicht sogar. Und dann bist du im Knast, dann wirst du gefragt, hör mal, was hast du denn angestellt? Ich bin ein ganz harter. Ich hab CDs geklaut. Schön. Ich glaube, man wird einfach nur noch ausgelacht. Ach so, Leute, was ich noch sagen möchte. Hey, in Aachen ist der Winter angekommen. Unfassbar. Lange, lange Zeit haben wir darauf gewartet. Heute ist übrigens Montag, wo ich das aufnehme. Nur zur reinen Feststellung für euch, damit ihr euch im Klaren seid, über welchen Tag ich jetzt rede. Und heute waren es, sage und schreibe, minus 4 Grad über Tag und minus 6 Grad morgens früh. Und ich sage euch, minus 6 Grad ist ganz schön kalt hier. Also es ist schon sehr lange her, dass wir minus 6 Grad hatten. Das tiefste war, glaube ich, minus 2 so um den Dreh. Müsste ich aber lügen, um es 100%ig vorauszusagen, weil ich weiß es einfach nicht, wie viel Grad es jetzt definitiv gewesen war. Damals, also letztes Jahr oder so. Letztes Jahr hatten wir im Januar, Februar wirklich die Kälte. Dezember war auch relativ kühl. Aber so krass wie dieses Jahr, letztes Jahr, jetzt im Dezember, November, war ja gar nichts. War Sommer, Frühlingstemperaturen. Was dann einen schon so ein bisschen aufschrecken lässt, meiner Meinung nach. Weil man denkt so, was ist das? Warum ist das so? Erderwärmung natürlich hat damit zu tun. Muss damit zu tun haben. Denke ich zumindest mal. Vielleicht sind auch wieder die Menschen schuld, abgesehen von der Erderwärmung. Die sind wir auch schuld. Unter anderem. Naja. Auf jeden Fall sind hier so ein paar Schneeflöckchen gefallen. Es war eine Nacht weiß. Dann kamen die Streufahrzeuge und alles war wieder weg. Und mein Auto hat zum ersten Mal Schnee gesehen. Nein, zum zweiten Mal. Entschuldigung. Nee, das erste Mal war Eis. Das zweite Mal ist Schnee. Schnee sieht aber schön aus. Schon lange nicht mehr gesehen. Schnee kennt man dann nicht mehr persönlich. Man fragt den Schnee. Sag mal, wie geht's dir? Ja, Wackeldackelhund ist auch dabei, wie ihr sehen könnt. Den habe ich natürlich nicht weggeworfen oder so. Die Kühlbox haben wir auch dabei. Also ist alles vorhanden, was vorher auch vorhanden war. Ich habe hier im Innenraum nichts geändert. Außerhalb auch nichts.
Hier ist alles so, wie es war. Wir können mal ein bisschen in der Außenperspektive fahren rein, weil es schön ist. Es sieht ja wirklich schön aus. Wie gesagt, ETS ist mittlerweile... Ist es schon 3 Jahre alt? Oder erst 2? Ich weiß es nicht zu 100%. Auf jeden Fall hat ETS schon sein gewisses Alter. Aber man sieht es ihm nicht an. Es gibt ja Simulatoren, die du nach einem Jahr... nicht mehr spielen kannst, weil sie einfach potthässlich sind. Es geht einfach nicht mehr. Man denkt zwar, das Spiel sieht noch gut aus, aber ETS, das sieht noch gut aus. Für das Alter sieht es wirklich verdammt gut aus. Ja, solange der Winter im Eurotruck, solange der Winter in Aachen ist, gibt es den Winter auch im Eurotruck. So wollte ich das eigentlich gesagt haben. Achso, was ich gerne euch fragen würde, Leute, was haltet ihr eigentlich von Atomenergie? Seid ihr eher dagegen? Seid ihr eher dafür? Wenn ihr dagegen seid, würde ich gerne in Erfahrung bringen, warum ihr dagegen seid. Und wenn ihr dafür seid, natürlich auch gerne, wofür ihr dafür seid. Es ist ja sehr umstritten. Hier in Belgien haben wir ein Atomkraftwerk, ein Pannenatomkraftwerk eigentlich schon. Muss man wirklich sagen, weil es wirklich nur noch von Pannen begleitet wird, das Ding. Boah, wie fantastisch sieht es hier aus, bitte. Unfassbar. Dieses Atomkraftwerk hat eigentlich nur Pannen. Der eine Reaktor wird hochgefahren. 2 Tage später oder so sind irgendwo Brände ausgebrochen. Der musste sich wieder notabschalten. Und dann war ein Reaktor... Was war da? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Man liest so viel in den Nachrichten, dass man gar nicht mehr weiß, worum es ging. Auf jeden Fall Pannen ohne Ende. Ich sage es euch, Leute. Und dann haben wir dann auch erfahren, Thema Jod, ne? Das gute Jod, was verteilt werden würde, wenn ein Notfall ist, würde erstens in Aachen nicht ausreichen und zweitens würde die Verteilung schiefgehen. Das wurde getestet und für nicht gut befunden. Und da muss man doch sagen, nicht schlecht, ne? Fühlt man sich gleich unsicherer. Ist doch super. Naja, ich hoffe einfach mal, dass das nicht passiert und dass es endlich durchgebracht wird, dass diese Scheiße abgeschafft wird, beziehungsweise dieses Atomkraftwerk mal in den Ruhestand geschickt wird, weil es ist seit, glaube ich, 1989 im Betrieb, soviel ich weiß, wenn ich mich nicht irre. Korrigiert mich, falls ich mich irren sollte. Es ist auf jeden Fall sehr alt. Es ist jetzt nicht das Ultra-Neueste vom Neuesten. Das wäre ja schon eher peinlich, wenn das nicht dann so gut funktionieren würde. Und da muss man sagen, ja, au, nicht schön. Auf keinen Fall schön. Nein, definitiv nicht. Nein, nein, nein. Selbst der Hund sagt nein. Guckt es euch an. Hat der mein Brot gebissen? Hast du mein Brot gebissen, Hund? Wie sollen wir den Hund da vorne nennen? Den auf unserem Armaturenbrett. Schreibt es in die Kommentare. Ich würde gerne wissen, wie der Hund heißen könnte. Bello wäre irgendwie langweilig. Hund ist auch scheiße. Hui, hey, Hund. Hey, Hund. Hund bei Fuß. Kennt ihr den Witz von wegen, wo der eine Mann fragt, den anderen Typen, hör mal, wie heißt denn dein Hund? Da sagt er, Länder. Da fragt er, warum denn Länder? Länder ist doch kein Name. Da sagt er, doch. Ich kann immer sagen, Ausländer. Ich finde das super. Treffen sich 2 Päpste. Boah, die sind so flach. Ich finde die super. Ah, hier vorne müssen wir auch mal links. Ja, hier auf Bergen ist es anscheinend auch sehr kalt. Ja, nö, das ist aktuell nur -1 Grad. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre kälter.